Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Let's Play Special von einem Spiel, das ich selbst gemacht habe. Ich habe dieses Spiel mit der Unreal Engine gemacht. UDK kennen vielleicht einige. Ja, wir spielen meine eigene Map im Game Mode Deathmatch. Settings. Die Gegner habe ich jetzt erstmal auf ganz schlecht gestellt. Bei 20 Kills hört es auf oder bei 5 Minuten. Extras. Stellen wir mal ein paar ein. Ja, so, dürfte reichen. Boah, mehr kann ich nicht einstellen, weil doch das hier könnte scheiße. Dann wollen wir das Ganze mal starten. So. Ja, die Map habe ich das ganze letzte Jahr über. Ich könnte euch mal ganz kurz zeigen, bevor wir starten. Hier ist eine schöne große Battlefläche draußen. Dann haben wir hier oben einen Sniperpunkt. Hier oben steht noch ein Schiff für uns. Hier drin habe ich eigentlich am längsten gebraucht. Einfach um das alles so hinzukriegen, wie es jetzt ist. Ja, hier ist noch eine Wand. Das ist Absicht. Zum Rausschießen. Hier hinten hat man noch eine schöne Waffe. Man sollte nicht runterfallen, weil wenn man runterfällt, dann nicht gut. Du stirbst nicht, sondern du fällst. Fällst, fällst, fällst. Da muss man das Spiel neu starten. Muss ich noch eine Lösung finden. Okay, wir starten einfach mal. Play. Das Ganze läuft bei mir über Steam. So, hier ist zum Beispiel eine Tür. Die aufgeht, wenn man darauf drückt. Wenn die Länge geht und bumm. Würde sie eigentlich zugehen. Ja, das funktioniert noch nicht perfekt. Man muss die Taste immer erst finden. Das kommen wir noch nicht hoch, weil wir noch. Das bauen wir gleich Jump-Boost, also man springen kann und dann wieder hoch. So ein bisschen warm. Extras eingestellt, dass hier keine großen Heilungsteile spawnen. Das hier raus ist, kann man sich gerne heilen. Nochmal gucken, ob wir gleich nochmal eine Runde spielen. Ja, wir sind gerade dann noch 3 Minuten. Bin schon bei Schiff. Aber jetzt, da wir das Auto haben, geht schneller. Dann haben wir halt im Auto die ganze Zeit aufgeklappt. Und wir drehen uns halt wieder. 3 Minuten remain. Ja, das hat man selber gemerkt. So, jetzt sind wir bei 10 Kills. Abgeschossen wurden. Rage. 5 kills. 2 minutes
Raketenwerfer mal natürlich viel Schaden macht, aber auch Flächenschaden, das heißt, wenn man genau davor ist, sollte man nicht mit dem Raketenwerfer schießen. Trotzdem sehr gerne machen. Ja. Wir haben jetzt noch 5 Leben. Geil. 1 minute remains. So, das war's von der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch die Map jetzt ein bisschen gezeigt, ein bisschen das Spielen gezeigt. Ja. Ich gucke mal, ob ich die Map bei Steam hochkriege. Wenn nicht, dann gibt's sie nicht. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.